Autsch, das tut weh. Während ihrer Let's Dance-Reise musste Ann-Kathrin Bendixen schon einiges einstecken. Das ist auch in der 10. Live-Show im Musical Dome der Fall. Joachim Jambi ist nämlich wenig begeistert von ihrem Slow Fox und macht daraus auch keinen Hehl. Doch da hat der Juror die Rechnung ohne Mozi Mabuse gemacht. Die hält vom Knallhart-Urteil ihres Jurykollegen nämlich nichts. Überzeugt euch von Ann-Kathrins Leistung doch einfach selbst. Und zwar oben im Video. Let's Dance, Jurorin Mozi Mabuse lobt Ann-Kathrins Entwicklung. Das war für mich nicht halbfinalwürdig. Trotz einiger, sehr guter Passagen, attestiert Joachim Jambi, Let's Dance, Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen beim Slow Fox eine falsche Fußarbeit und zählt ganz genau auf, was ihn alles gestört hat. Doch schon während der Juror sein Urteil abgibt, ist in Mozi Mabuses Gesicht zu lesen, dass sie anderer Meinung ist. Leute, habt ihr eine Entwicklung gesehen? Will sie vom Publikum wissen, das sofort applaudiert und jubelt. Let's Dance, Juroren sind sich einfach nicht einig, doch für Jambi scheint das nicht zu zählen. Das hat doch nichts damit zu tun, die Leistung heute ist wichtig. Heute die Leistung, ruft der Let's Dance Juror lauthals. Mozi hingegen lobt Ann-Kathrin für ihren Slow Fox, schließlich sei sie viel koordinativer und weicher geworden. Wir können nicht alle Weltmeister sein, weiß Mozi. Doch was Ann-Kathrin auf der Let's Dance Bühne zeige, sei ihr Bestes, und das zählt.